Guten Abend. Mein Name ist Ralf Bentrath. Ich bin Politikwissenschaftler, kein Informatiker oder sowas. Ich habe früher mal programmiert, aber das ist lange her, C64 und so. Habe aber die letzten 10 Jahre oder sowas schon immer so irgendwie mit diesem Bereich Technologieregulation, Datenschutz, wie verändert sich da auch was durchs Internet und so Geschichten angeguckt und dann aber eben versucht rauszuarbeiten, was passieren dann da drumherum für Prozesse auf politischer Ebene? Die ganzen politischen Konflikte, jetzt aktuell Zensursolar und so Sachen. Und inwieweit hängt das eben auch mit technischen Veränderungen zusammen? Wer eben schon bei dem Vortrag von Lars dabei war, der wird schon grob wissen, worum es geht. Also in die technischen Details werde ich jetzt nicht mehr einsteigen. Ich werde ganz kurz am Anfang, für die, die nicht da waren, eine kurze Zusammenfassung geben, was Deep Packet Inspection eigentlich ist und so. Aber ich will hier eher versuchen, so ein bisschen rauszuarbeiten, was heißt das eben auch ökonomisch, politisch, wie steht es da mit Sachen wie Telekommunikationsdatenschutz oder Marktveränderungen im Bereich Voice over IP und so Zeugs. Und was gibt es da eben auch für politische Konflikte drumherum? Der Hintergrund ist, ich bin seit einem Jahr an der TU Delft in Holland, am Fachbereich Technologie, Politik und Management und mache da eben ein Forschungsprojekt zur Governance von Deep Packet Inspection. Guck mir da so in verschiedenen Ländern verschiedene Fälle von DPI an und jeweils eben, wie die da reguliert werden, ob sie überhaupt reguliert werden, ob die überhaupt auf die politische Agenda kommen. Manche sind auch gar nicht umstritten, manche sind hoch umstritten. Und versucht dann so ein bisschen mit einer Kombination aus Technik, Soziologie und Politikwissenschaft irgendwie auch zu erklären, wie kann man auch diese Varianzen über die verschiedenen Use Cases und Länder und so hinweg erklären. Da werde ich am Ende noch kurz drauf eingehen, einfach nur so als Illustration. Ich bin generell sehr interessiert daran, hier Feedback zu kriegen von den Leuten, die sich mit der Technik besser auskennen. Also falls da irgendwas falsch ist hier jetzt in meinen Folien oder ihr irgendwie noch mehr wisst, was da so im Hintergrund läuft oder so, schreibt euch die E-Mail-Adresse auf oder googelt mich einfach oder sprecht mich direkt an hinterher, bin ich für jeden Input dankbar. Ja, wenn man sich mal anguckt, das gute alte Internet, das hier ist ein relativ berühmtes Zitat von Larry Lessig aus seinem Code and Other Laws of Cyberspace 1999. Das war ja so ein ganz minimalistisches Design eigentlich. Also die ISPs waren eigentlich nur Bitmovers. Lessig hat das schön mit einem tagträumenden Postarbeiter verglichen, der einfach nur auf den Umschlag guckt, so okay, das kommt dahin, das kommt dahin, der Inhalt interessiert mich nicht, die Handschrift interessiert mich nicht, ich leite es einfach nur weiter. Ne? The network simply moves the data and leaves interpretation of the data to the applications at either end. Und Lessig sagt dann eben noch, dieser Minimalismus dieses Designs ist auch beabsichtigt. Das ist einerseits sozusagen eine politische Entscheidung über eine Abschaltung von Kontrolle und eine technische Entscheidung über optimales Netzwerkdesign. Also diese Simplizität ist ja sozusagen gerade ein technisches Feature. Und DPI könnte das sozusagen jetzt grundsätzlich ändern. Deswegen könnte man DPI hier auch als eine Art Disruptive Technology bezeichnen. Ja, ganz kurz nochmal, was ist das? Hier nochmal die OSI-Layers oder TCP-Layers. Die Daten werden halt immer weiter reingekapselt bis zur unteren Ebene und DPI kann dann sozusagen in die Application Data Felder reingucken oder in die Headers und dementsprechend Datenpakete verändern, wegschmeißen, anderswo lang routen und ähnliches. Zur Hardware hatten wir gerade schon ein bisschen was gehört, FPGA oder CPLD basiert. Nach dem, was ich bisher gelesen habe, sind die Sachen, die es schon auf dem Markt gibt, seit einem Jahr ungefähr, können bis zu 80 Gigabit pro Sekunde. Aber da ist eben mir auch noch nicht so ganz klar, was können die wirklich, was können die Sachen, die du jetzt hier vorgestellt hast, zum Beispiel im Gegensatz zu denen oder so. Aber der Trend ist, glaube ich, generell klar, das Zeug wird immer schneller und auch immer mächtiger. Und was sie machen, ist eigentlich Diskriminierung von Paketen. Die gucken sich den Inhalt an und sagen dann, du, die Guten ins Töpfchen, also auf die schnelle Leitung und die Schlechten ins Kröpfchen, also wegschmeißen oder auf eine langsame Leitung umleiten oder ähnliches. Oder eine Kopie an die NSA schicken. Ja, das sind so die Hardware-Sachen. Ein Beispiel, Force 10 ist so einer der Hersteller aus den USA. Na, die sagen auch schön hier, Policies that selectively redirect or drop IPv4 Packets, kann die klassifizieren nach Voice Calls, FTP, SMTP, Peer-to-Peer und so weiter. Ja, also da gibt es so verschiedene
Hersteller, die die Hardware dazu direkt anbieten. Es gibt aber auch von den Herstellern der FPGAs selber, also von Xilinx zum Beispiel, direkt, das heißt bei FPGA glaube ich nicht Software, sondern irgendwie anders. Ne? Hört euch mal den Chaos Radio Express Podcast von ein paar Wochen dazu, FPGAs an, der ist ganz erhellend. Die haben jemals von Xilinx zum Beispiel schon einen kompletten Traffic Manager, den kann man sich in die Vertex-Maschinen reinladen und da dann ein paar Filter anpassen und sowas und hat das Ding schon fertig quasi. Ja, nach meinem Wissen gibt es das Zeug ungefähr so seit 10 Jahren. Nach dem, was ich jetzt gerade vorhin gehört habe, sind anscheinend die Maschinen, die wirklich Application Layer Inspection können, noch nicht ganz so alt. Aber seit 2003 meintest du ungefähr, ne? Oder? Ah, okay. Nach dem, was ich bisher so zusammengesammelt habe, gibt es da so ungefähr in der Größenordnung 30 Hersteller weltweit. Witzigerweise nicht von den großen Routerherstellern, also Cisco und sowas sind da nicht so richtig im Spiel. Das sind eher kleinere Startups. Überwiegend USA, Silicon Valley haben wir ja gerade schon gehört. Es gibt aber auch ein paar Hersteller in Deutschland, IPOC zum Beispiel in Leipzig, aber auch aus Israel. Narus, glaube ich, waren die, ne? Die auch in dem NSA-Skandal da irgendwie mitgeholfen haben. Die kommen aus Israel ursprünglich. Und die bieten in der Regel so spezialisierte Geräte an, entweder für Traffic Management, Bandbreiten-Shaping und so Geschichten oder spezialisierte Stateless Firewalls auf DPI-Basis oder eben so Filter für andere Zwecke oder eben auch sozusagen im Rahmen der Überwachungstechnologie Angebote für die Sicherheitsbehörden. Es scheint aber, nach dem, was ich da so gelesen habe, da kenne ich mich aber noch nicht so richtig aus, auch so einen Trend zu geben, dass auch inzwischen die Router- und Switch-Hersteller und sowas anfangen, das in ihre Dinger direkt einzubauen. Also die Keywords dazu sind dann immer Layer-7-Switches oder Policy-Based-Routing oder sowas. Und es konvergiert auch zum Teil mit Kundenmanagement. Also dass so ein Mobilfunkbetreiber zum Beispiel die Abrechnungssysteme gleich mit DPI koppelt und dann pro Anwender sagen kann, du kriegst jetzt eine monatliche, ein Volumen von 250 Gigabyte nur noch oder sowas oder weniger. Oder darfst meinetwegen, wenn das überschritten ist, darfst du zwar noch irgendwie twittern und SMS schicken oder E-Mails schicken oder sowas oder Google Maps nutzen, aber du kannst jetzt, wenn die Grenze überschritten ist, zum Beispiel keinen BitTorrent mehr laufen lassen auf deinem iPhone oder so. Ne? So, und was heißt das alles? Das ist im Kern eine Technologie der sozialen Kontrolle. Man kann mit dem Zeug kontrollieren, was Leute im Netz machen. Ne, nochmal das Lessig-Zitat, die Simplizität des alten Internets sozusagen war eine politische Entscheidung über Disabling Control und a technological decision about the optimal network design. Und DPI, was das sozusagen jetzt macht, ist integriert eine Reihe von alten, früheren Kontrolltechnologien und wird gleichzeitig von einigen Leuten zumindest auch, natürlich auch von den Herstellern vor allem, als optimal für neues Netzwerkdesign angesehen. Da gibt es auch ganz interessante Diskussionen in der IETF und sowas inzwischen, die einfach sagen, die alten TCP Congestion Management Protokolle und sowas, was wir da haben, die kommen einfach mit heutigen Anwendungen, mit heutigen Nutzerverhalten und sowas nicht mehr klar. Da müssen wir nochmal ganz grundsätzlich neu nachdenken und müssen vielleicht auch uns eingestehen, dass das alte Netzwerkdesign heutzutage nicht mehr so optimal ist. Also sogar in der IETF wird das schon diskutiert. Das sozusagen ja, auf der Ebene Kontrolltechnologien, politische, dann die technische, einfach optimales Netzwerkdesign. Und zusätzlich gibt es noch einen ökonomischen Punkt, es verspricht eben auch neue Geschäftsmodelle. Die mal der Reihe nach so kurzem Überblick. Wenn man früher einfach abhören, überwachen und sowas wollte, hat man sozusagen TCP-Dumps, Nord oder sowas angeschmissen oder Wireshark, das Zeug irgendwie mitgeschrieben und dann in der Regel erst im Nachhinein analysieren können, ne? Weil man einfach mit der Geschwindigkeit in Echtzeit nicht hinterherkam. Mit DPI ist das jetzt zumindest in Grenzen in Echtzeit möglich. Und da sind natürlich dann Polizei, Geheimdienste, NSA und so weiter sehr interessiert. Filter, Zensur, die ganze Debatte haben wir ja gerade hier in Deutschland. Bisher laufen die meisten Sperren auf DNS-Basis oder IP-Basis. Eine Idee ist mit DPI da zukünftig auch auf Basis des Inhalts filtern zu können. Das ist dann scheißegal, dann braucht man keine Sperrlisten mehr zu führen, sondern man braucht zum Beispiel bei Kinderpornografie nur eine Liste mit bekannten Bildern von Kinderpornografie. Abstrakten Beschreibungen würde ich eher davon also ausgehen, also dass wir irgendwann da hinkommen, dass es halt eine abstrakte Beschreibung davon gibt, was ist Kinderpornografie. Ja. Also dass man halt irgendwie Kinder und Genitalien erkennen kann.
Also das ist dann nochmal richtig, da musst du halt Bilderkennung in Echtzeit machen bei 10 Gigabit. Das ist schon. Ja. Ja, die ersten Überlegungen, die jetzt gerade so diskutiert werden, sind eher, dass man bekannte Bilder nimmt und davon sich die Hashes baut und dann das sozusagen vergleicht. Ich denke, da entsteht auch viel zu viel neuer Content. Macht das Sinn? Also scheint mir gerade irgendwie. Aber das ist zumindest das, was diskutiert wird nach meinem Wissen. Okay. Und ja, ob es da so viel neuen Content ständig gibt an Kinderpornografie, haben wir ja vorhin, wer da war, bei Scusi und Alva gehört, das ist nicht unbedingt alles so neu. Das zirkuliert einfach auch seit Jahren zum Teil. Ne? Klar, kann ich mich ja nicht. Aber gut, ich mache es mal kurz durch, vielleicht nicht zu lange jetzt zwischendurch Diskussionen, sonst wären wir nicht fertig. Ja, dann gibt es ein Interesse, Raubkopien zu bekämpfen von der Content-Industrie. Da haben sie bisher so Sachen versucht wie DRM oder eben auch Wasserzeichen, dass man das Zeug zwar weiter verteilen kann, sowas, aber ein Wasserzeichen drin ist und dann irgendwie iTunes oder wer weiß, wem habe ich jetzt diesen Song verkauft und wenn der irgendwo anders wieder auftaucht, wissen wir, wo es herkam. Also sozusagen, man setzt an den Endpoints, an den Käufern und Usern an. Mit DPI wäre es jetzt möglich, einfach sozusagen sämtliche bekannten MP3s, die so in den großen Download-Portalen zum Beispiel angeboten werden, davon die Hashes sich zu nehmen und dann zu gucken, tauchen die irgendwo auf, ne? Flitzen die durch irgendeine Leitung und wenn ja, kann man entweder Träger so Kopie an den Anwalt oder gleich blockieren. Das ist sozusagen der Bereich politische Kontrolle. Im Bereich Netzwerkdesign, was da so diskutiert wird, hatte ich schon angedeutet, eben das TCP Congestion Management und Quality of Service, diese älteren Sachen, soll jetzt mit DPI ersetzt werden durch, was eben ein Application-Based Routing, dass man eben pro Anwendung nochmal individuell guckt. Wo leite ich die am besten weiter? Können die auch mal zur Not ein bisschen warten, wenn gerade Verstopfung ist in den Röhren? Also irgendwie macht das ja auch Sinn. Ne? Also eine E-Mail, da ist es scheißegal, ob die eine halbe Sekunde später ankommt oder eine Sekunde. Bei Echtzeitsachen, Video-Streaming, VoIP-Calls oder sowas, ist das vielleicht nicht so schön. Und das, was natürlich dahinter der Antrieb ist, ist, dass zumindest zum Teil, da komme ich gleich noch drauf im Einzelnen, es einen Engpass in der letzten Meile gibt. Ne? Also man sich langsam entscheiden muss, können wir aus den Kupferkabeln noch mehr rausholen oder ist der nächste Schritt da doch mal Glasfaser to the home? Und das kostet natürlich richtig Geld. Und dann überlegen sich die ISPs natürlich, investiere ich das, baue ich da neue, ziehe ich da neue Strippen in der ganzen Fläche oder nutze ich einfach die Kupferkabel noch optimaler, indem ich da eben eine DPI-Maschine zwischenklemme und den Traffic so ein bisschen manage. Sowas Ähnliches gibt es auch bei Subscriber-Management, hatte ich gerade schon angedeutet. Früher war sozusagen Pay-per-Minute, Pay-per-Volume, also man zahlt Minutentarife, wer sich noch erinnert, ne? Früher mit dem Modem einwählen, das ging immer pro Minute. Heutzutage teilweise Pay-per-Volume, das scheint so ein bisschen der Trend zu sein, sozusagen nach den Flat-Rates, dass man wieder volumenbasiert bezahlt. Und mit DPI wäre es eben jetzt möglich, da auch nochmal differenzierte Pakete anzubieten. Dass man dem Kunden dann anbietet, wenn du gar keinen BitTorrent nutzen willst, kriegst du es irgendwie total billig und hast da auch unbegrenzte Datenvolumen und so. Wer aber noch BitTorrent dazu haben will oder nochmal ein extra nettes Videoangebot oder sowas, der zahlt halt extra, aber kriegt das dann auch noch garantiert. Und dazu muss man natürlich in der Lage sein, in Echtzeit zu gucken, welcher User benutzt gerade welche Applications. Der Hintergrund ist eben auch so eine Ausdifferenzierung des Userverhaltens, dadurch, dass das Internet einfach heute ein Massenmedium ist und manche es eben mehr und weniger benutzen. Und dann gibt es noch den Bereich Netzwerksicherheit, Firewalls, wofür DPI zum Teil auch genutzt wird, um einfach anhand des Inhalts wirklich zu gucken. Haben wir da bekannte Virensignaturen oder sowas, egal über welchen Port oder über welche Connection die jetzt gerade reinkommen. Ja, die Business-Modelle ist nochmal ganz spannend. Das haben ja die Telekom und Mobilfunk und Internetanbieter schon seit ein paar Jahren versucht, dass man eben sagt, ich verkaufe dir hier einen Telefontarif mit noch einer Datenrate dazu und sowas und du musst dich 2 Jahre lang an mich binden und kriegst dafür noch ein schickes Telefon dazu. Ne? Also diese alten Koppelgeschäfte. Heutzutage mit DPI kann man das so machen, dass man zum Beispiel sagt als Telekom, ich biete dir Triple Play an, ne? Also Telefon, Internet und Fernsehen, ne? Fernsehen über IP. Und da kriegst du noch einen riesen Video-on-Demand-Service dazu, aber das kostet alles Bandbreite und wir wollen damit auch Geld verdienen und sowas. Das heißt, wir drosseln dann mal den Mogulus-Verkehr auf deiner Leitung, ne? Weil wir einfach ein Interesse daran haben, dass du unsere Videos kaufst und anguckst.
Ein ähnliches im Bereich Telefondienste hat die Telekom ja letztens gerade angekündigt, dass sie auf dem Mobiltelefonnetz, also da auf mobilen Datenleitungen, UMTS und sowas, Skype blockieren wollen. Ne, weil das einfach ihr Telefongeschäft kannibalisiert. Und das geht natürlich mit DPI auch. Skype ist zwar verschlüsselt, aber es gibt inzwischen Mechanismen mit DPI auch Skype zu erkennen und zu blockieren. Und dann der letzte Bereich, verhaltensbasierte Werbung, Behavioral Advertising. Ich weiß nicht, wer von Form und der Geschichte gehört hat. In Großbritannien hat so letztes Jahr ziemlich die Runde gemacht. Das ist so eine Idee, dass im Prinzip so ähnlich wie Google, ne? Ganz viel Traffic läuft ja über Google, ganz viele Leute haben heutzutage einen Google-Account, sind da ständig eingeloggt, auch über Gmail und so. Und die gucken dann einfach ziemlich, können dann ziemlich genau gucken, zumindest auf den Seiten, wo auch Google Analytics und sowas eingebunden ist, wo treiben sich die Leute im Netz rum, was für Interessen haben die und erstellen daraus, so zumindest die Idee, relativ fein granulierte Nutzerprofile und blenden eben auf der Basis dann Werbung ein. Also die Werbung wird dann nicht mehr eingeblendet auf Basis des Kontextes, also der Webseite, in der sie dann erscheint zum Beispiel, sondern auf Basis dessen, was man über den Nutzer weiß. Das geht natürlich auch bei Google nur begrenzt, weil nicht jede Webseite Google Analytics drin hat und so. Und die Idee ist jetzt eben bei so Firmen wie Form und NeboAd und anderen, dass einfach der ISP, der hat ja den gesamten Traffic. Der kann also alle Webseiten, die ich mir angucke, quasi mitschneiden und kann dann ein relativ umfangreiches oder umfassendes Profil bauen von dem, was mich so interessiert. Und auf der Basis bindet man dann eben Anzeigen ein. Also noch umfassenderes Wissen über den Kunden, als Google das jemals kriegen könnte. Und da ist der Hintergrund sozusagen, dass im ISP-Geschäft offenbar im Moment relativ geringe Profitmargen sind und die sich irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehbar seit ein paar Jahren ja aufregen. Google und so Firmen verdienen sich dumm und dämlich und wir stellen die ganze Infrastruktur und haben einfach total knappe Profitmargen nur. Und dann fangen sie eben an zu überlegen, wie kann man da noch Zusatzeinnahmen generieren. So, dazu vielleicht erstmal ein paar Verständnisfragen, kurze, das ist nicht große Diskussion, aber so, war das also soweit klar? Okay, gut. Ein paar Probleme mit DPI, es gibt natürlich da technische Grenzen. Ne? Wenn man sich anguckt, so die Entwicklung, das ist die obere Kurve von Bandbreiten, die geht relativ steil nach oben, also so grob viermal schneller jedes Jahr. Processing Power, also die Leistungsfähigkeit der CPUs, geht dagegen nur ungefähr so anderthalb Mal pro Jahr nach oben. Und das ist natürlich die Frage, inwieweit kann man dann mit so normalen Prozessoren und ähnlichem mit der Hardwareentwicklung bei diesen Bandbreiten überhaupt noch mithalten? Ne, wie weit geht das, da noch DPI zu machen? Deswegen werden aber eben in diesen Maschinen halt nicht normale Prozessoren benutzt, sondern diese spezialisierten FPGAs. Und da gibt es sozusagen drei Variablen, die Bandbreite, die man untersuchen will, inspizieren will, die Leistung der Hardware, die das tut und das dritte eben noch die Anzahl der Regeln, nach denen man untersucht, ne, die Policy Rules. Also wenn ich nach 5 Millionen MP3s gucken will, ne, und deren Signaturen, dann brauche ich einfach ein bisschen mehr Rechenpower, als wenn ich nur nach 20.000 bekannten Virusdefinitionen gucke oder nur irgendwie eine bestimmte E-Mail-Adresse rausfiltern will oder sowas. Und das heißt, nach dem, was mir bekannt ist, ist DPI eben deswegen derzeit nur machbar bei begrenzter Bandbreite. Also es geht schon nach oben, aber es ist eben nicht nach oben offen und mit einer begrenzten Anzahl von Regeln. Aber da ist wahrscheinlich auch noch einiges Entwicklungspotenzial. Das, glaube ich, auch ganz stark entscheidend, nicht nur was die Hardware kann, sondern auch was die Algorithmen dafür können. Also wie man das genau baut. Dann natürlich immer die Frage Verschlüsselung, das kriege ich ganz oft gegen den Kopf geworfen, wenn ich darüber rede. Dann kommen Leute an und sagen, ja, wenn in Zukunft alles über SSL läuft und so, dann kannst du da eh nichts mehr machen. Zum Teil stimmt das. Zum Teil ist aber dann die Frage, wie weit ist das wirklich verbreitet? Also das Beispiel von Lars vorhin, wo irgendein Land gefragt hat, könnt ihr uns mal sämtliche YouTube-Videos mitschneiden? Ich weiß nicht, ob YouTube jemals irgendwann anfangen wird, das Zeugs über HTTPS zu streamen. Also es macht einfach nicht viel Sinn, oder? Insofern ist die Frage, wie weit ist da wirklich die Verbreitung von Verschlüsselung auf der Anwendungsschicht? Aber selbst dann, das hatte ich bei Skype eben schon erwähnt, gibt es immer noch Möglichkeiten anhand der
der muss da, wie dann so die Verbindung aufgebaut wird, wie schnell die Geschwindigkeit nach oben geht und so Geschichten, was da hin und her fließt, kann man eben auch verschlüsselten Traffic erkennen. Das haben sie bei Skype inzwischen hingekriegt. Dann erkennt man zwar nicht mehr, was da jetzt gesprochen wird und was da hin und her geschickt wird, aber man erkennt immer noch, welche Art von Anwendung ist das. Ja, Content-Mustererkennung, was geht da, hatte Lars ja vorhin auch schon kurz angesprochen, das geht nur für begrenzte Bitfolgen im Moment. Und zum Beispiel, wenn man darüber redet, MP3s zu filtern oder Videos oder so, ist natürlich ganz klar, wenn ich eine MP3 mit 128K irgendwie nehme und die rekodiere auf 256 oder umgekehrt, dann kommt das mit dem Pattern-Matching schon nicht mehr wieder hin. Dann kann man die einfach relativ leicht umgehen. Und eine andere Frage ist natürlich, das kann ja auch Fair Use sein. Wenn ich irgendwie einem Kumpel eine MP3 schicke, dann ist das eigentlich genau wie früher, ich kopiere ihm irgendwie ein Tonband auf dem Schulhof. Privatkopie ist in Deutschland immer noch legal. Wenn ich es nicht jetzt öffentlich über BitTorrent oder sonst was anbiete. Aber so eine DPI-Maschine kann sowas natürlich nicht erkennen. Oder wenn ich einfach nur ein Backup auf meinen Server schiebe, ne, von meinem Laptop aus. Und da auch MP3s mit Backup. Ich will nicht unverschlüsselt. Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen. Aber das ist ja auch, dass du nie unverschlüsselt tust. Von daher, zumindest das in dem Fall. Nochmal. Wenn du ein Backup von deinem Notebook auf deinen zentralen Server schiebst, machst du das nie unverschlüsselt. Von daher ist das Szenario ziemlich unrealistisch. Dein Backup. Deine persönlichen Daten. Wenn es nur meine MP3-Sammlung ist und da nichts Privates drin steht, nur mal als Beispiel. Ja, ne, so, das, aber der Mechanismus, den du dafür verwendest, musst du nicht. Also sinnvollerweise sollte man sein Backup verschlüsseln, da hast du recht. Ja. aber selbst wenn es nicht verschlüsselt ist, ne, wenn es meinetwegen nur meine MP3-Sammlung ist oder sowas, oder ich das irgendwie einem Kumpel rüberschiebe, dann kann so eine DPI-Maschine einfach nicht entscheiden, ist das jetzt Fair Use oder ist das illegal? Ne? Weil die rechtliche Beurteilung ist keine technische Frage. Ne? Die rechtliche Beurteilung ist Layer 8, ne? Sozusagen, also oberhalb der Technik. Das müssen die Anwälte machen eigentlich. Ja, wirtschaftliche Aspekte hatte ich schon kurz angesprochen. Wenn man anfängt als ISP Inhaltekontrolle zu betreiben, ne? Also Video on Demand und ähnliches, da sozusagen eigene Services anzubieten und die Konkurrenz auszubremsen, dann verzerrt das natürlich den Markt für Inhalteanbieter. Ja, ganz klar, dann kann nicht mehr jeder einfach kommen in der Garage, sich irgendeinen Videoservice ausdenken und hochziehen und Venture Capital sammeln und das einfach anbieten auf der neutralen Infrastruktur. Das gleiche für Telefonservices, hatte ich auch schon angesprochen, sobald die anfangen Skype zu blocken und so, verzerrt das einfach den Markt für Kommunikationsanbieter. Und der Kern darunter ist sozusagen, dass wer den Transport Layer kontrolliert und einfach die Maschine da physisch reinhängen kann, der kann eben auch Inhalte kontrollieren und hat damit sozusagen nicht nur ein lokales Monopol für die Infrastruktur, wo es ja Unbundling-Regelungen und sowas gibt, sondern hat unter Umständen mit der Technik eben jetzt auch die Möglichkeit, da ein Content-Monopol zu errichten. Ja, bei den ISPs, wie gesagt, ist das oft eine Frage von Investitionsentscheidungen, ne, wo einfach die sich entscheiden müssen, lohnt sich das jetzt mehr in Bandbreite zu investieren, überall DOCSIS 3 auszurollen oder doch mal Glasfaser oder sowas, oder nutze ich die bestehende Infrastruktur und mache einfach sozusagen Kundenüberwachung, um die Bandbreiten besser zu managen und ausnutzen zu können. Bei diesen ganzen volumenbasierten Tarifen oder spezial, also wenn man so anfängt, so Gedankenspiele zu machen, und es wird auch in der Szene diskutiert, dass man sozusagen differenziertere Internetangebote macht, ne, wie ich vorhin schon sagte, wer keinen BitTorrent nutzen will, kriegt es einfach blockiert, zahlt aber dafür 10 Euro weniger im Monat oder so. Oder man sagt, du kannst nur bis 50 Gigabit im Monat BitTorrent und alles drüber kostet extra oder wird dann runtergedrosselt oder so. Ist halt so auch eine Sache, die in dem Kontext diskutiert wird. Ich bin nicht ganz sicher, ob das funktioniert, weil die Kunden sich inzwischen einfach daran gewöhnt haben, dass sie eine Flatrate kriegen. Ne? Da muss man noch mal sehen, ob die dann nicht einfach zum anderen Anbieter wechseln oder wie sich der Markt so entwickelt. Und generell könnte man sagen, anwendungsbasierte Tarife sind einfach nicht angemessen fürs Internet, weil das Internet ist ja eigentlich von der Idee her so neutral, dass jede Anwendung drauflaufen kann. Und so, dann würde man sozusagen jetzt eine Optimierung bauen, die die Anwendung von in 2 Jahren überhaupt nicht mehr in den Griff kriegt. Ja, und die Sache mit Ad-Injection und so, wenn man da den Kunden Traffic komplett mitschneidet, um besser Werbung einblenden zu können, das ist natürlich ein ziemlich krasser Fall von Kundenüberwachung. Da kann man sich eben auch mit Adblock Plus und solchen Geschichten nicht mehr gegen wehren.
So, das war sozusagen kurz der wirtschaftliche Bereich. Politische und rechtliche Aspekte, natürlich, Datenschutz ist da ganz massiv in Frage gestellt, Telekommunikationsgeheimnis und eben auch die Nutzererwartungen. Die Nutzer gehen einfach, auch wenn das technisch nicht unbedingt immer so ist und natürlich man sein Backup verschlüsseln sollte und so, die Kunden gehen eigentlich davon aus, dass ihnen keiner in ihre Pakete reinguckt. Also dass der Job des ISPs wirklich nur ist, mein Zeug von hier nach irgendwo am anderen Ende der Welt zu transportieren und zurück. Also ähnlich wie auch im Straßenverkehr, man fährt halt auf einer Straße, hält sich an ein paar Verkehrsregeln, aber das wird eben nicht davon abhängig gemacht, was ich in meinem Auto transportiere. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Anwendungen, DPI für Intrusion Detection und so weiter, die eben nach Virensignaturen suchen. Und da gibt es so die Beispiele Spamfilter, ist ja eigentlich auch ein Eingriff ins Telekommunikationsgeheimnis oder auch andere Viren und Firewalls und ähnliche Filter. Da sagen sogar die Datenschutzbeauftragten, die Artikel 29-Gruppe der EU zum Beispiel, das ist okay im Prinzip. Das ist datenschutzmäßig kein Problem, solange die Kunden informiert werden darüber. Und also ein bisschen vom Datenschutz losgelöst ist aber dann das, sozusagen das generelle Problem für die ISPs, wenn sie einmal anfangen, in den Traffic reinzugucken und auch selbst wenn es nur als Virenfilter ist oder sowas, dann haben sie eben plötzlich nicht mehr den Status des reinen Bitmovers, der einfach die Sachen weiterleitet und fertig, sondern sie kommen dann in Situationen, wo sie sozusagen auch für den Content, für den Inhalt verantwortlich sind. Und dann könnte es eben sein, dass die bisherigen Regelungen, dass sie sozusagen eine Immunität haben für die Inhalte, die da durchflitzen, dass die nicht mehr gelten. Dann könnte man eben auch sozusagen jederzeit mit Störerhaftung oder so kommen. Irgendein Anwalt wird einen bestimmten Fall im Landgericht Hamburg aufmachen. So, ihr könnt das doch jetzt, insofern seid ihr jetzt verantwortlich für die Inhalte, die durch eure Leitungen flitzen. Ja, die ganze Filtergeschichte war ja vorhin schon ein Vortrag und Workshop mit Scusi und Alva. Brauche ich vielleicht jetzt nicht so vertiefen. Die Argumente sind, glaube ich, im Moment alle in der Diskussion eh vorhanden und bekannt. Was hat das für eine für Folgen auf die, also erstmal Wirkung auf die Rezipientenfreiheit, was auch ein Menschenrecht ist nach allgemeiner Menschenrechtserklärung und Grundgesetz. Natürlich das Argument immer Slippery Slope, wenn man einmal mit Kinderpornografiefiltern anfängt, was kommt als nächstes. Bisher sind allerdings alle diese Kinderpornografiefilter, soweit es mir bekannt ist, nicht auf DPI-Basis, sondern auf DNS- oder IP-Basis. Aber da gibt es auch schon Firmen, die bieten DPI-Lösungen für sowas an und machen da auch verstärkte Lobbyarbeit für, in den USA zum Beispiel. Ganz kurz dazwischen, also ja. Diese Filtersysteme, die es gibt für Schulen und Ähnliches, die arbeiten durchaus so wie DPI. Also die gucken in den Lernern rein und setzen auch Caches und so weiter. Für Schulen? Ja. Da muss ja jede Schule so eine Kiste, oder läuft das zentral über die Schulbehörde? Oder? Filtersoftware und ja. Caches von Bildern und Videomaterial drin, ja. Und gucken in den Content rein und vergleichen. Das ist aber dann Software, die auf dem lokalen Rechner läuft. Ach so, okay. Ja, DPI wäre halt dann, wenn es irgendwie auf dem Uplink stattfinden würde oder zentral in der Schulbehörde. Das sind Blackboxes, die wir verkaufen, da weiß man nicht, was ist Hardware, was ist Software. Okay. Aber der macht es schon sehr groß. Da wäre dann vielleicht die Frage, also wenn die Schulen mal irgendwann schnelle Glasfaseranbindungen kriegen oder hinreichend schnelle Leitungen, reicht es wahrscheinlich nicht mehr, das auf Software zu machen, dann müsste man eine entsprechende Kiste kaufen und die kosten dann wieder Geld. Wenn das natürlich dann vom Schuletat abgeht, dann fehlt es an anderen Ecken. Da war eine Meldung noch? Ja, in Großbritannien und ein paar anderen Ländern gibt es ja diese Filterlisten schon. In Großbritannien wird die von der Internet Watch Foundation betrieben, also einer privaten Einrichtung, nicht wie hier jetzt geplant vom BKA. Die Filter in Großbritannien, glaube ich, das nennt sich immer so eine Hybridlösung. Ich glaube, das ist eine Kombination aus DNS-Filtern und IP-Filtern. Aber die gucken nicht in den Inhalt der Pakete rein. Das macht bisher noch keiner, soweit ich weiß. Aber zu den ganzen Details, wie jetzt Filtersysteme in anderen Ländern laufen und so, bitte Alva und Scusi fragen. Die haben das im Moment am besten drauf, glaube ich. Ja, und grundsätzlich ist mit dieser Technologie natürlich die ganze Frage Netzneutralität angeschnitten. Also bisher war halt die Grundlage des Internet, the intelligence is at the edges, die Protokollschichten sind ganz klar voneinander getrennt und interagieren nicht miteinander. Und das war eben die Idee, dass auf der Basis eben jeder kleine Erfinder in einer Garage irgendwie eine tolle so Next Big Thing irgendwie sich ausdenken kann und das für alle offen ist. Und da ist eben halt die Frage, will man da wirklich
das so grundlegend ändern, dass man quasi die Transportschicht und die Anwendungsschicht so verkoppelt und von der Transportebene in die Anwendungsschicht reinguckt. Ist ein sozusagen dafür intelligentes Netz, im Gegensatz zum früheren dummen Netz, ist das wirklich weiterhin offen für Innovationen oder ist das vielleicht dann optimiert für Probleme von heute, die aber morgen ganz anders aussehen können und so. Also diese ganze Riesendiskussion über, brauchen wir eigentlich ein neutrales Netz oder gibt es da nicht doch andere Anforderungen heutzutage, da ist sozusagen DPI so mit eine der Basistechnologien, die eigentlich sozusagen diese Diskussion erst mit anfeuern. Ne? So, kurz ein paar Fallstudien aus meinem Forschungsprojekt. Hintergrund ist da so ein bisschen, wenn man sich die Internet Governance Forschung anguckt, die Leute haben sich bisher in der Regel auf die Kernressourcen und die Endgeräte beschränkt. Es gibt massenhaft Literatur und Studien, auch politikwissenschaftliche und andere Studien zu ICANN und dem ganzen Streit um ICANN und den Kontrolle der Root-Server und so Geschichten. Oder eben zur Regulation der Endgeräte, Endnutzer, was darf Google, was dürfen E-Commerce-Firmen, wie verhält sich damit Datenschutz und Störerhaftung und so Geschichten. Aber das Ganze, was sozusagen dazwischen läuft, ne, die ganze technische Infrastruktur, die eigentlich ja das Netz auch ausmacht, die Kabel und Router und sowas, da gibt es interessanterweise total wenig Forschung bisher. Da gibt es natürlich so ein paar ökonomische Studien zu Peering Agreements und so Zeugs, aber sozusagen als Governance-Forschung im Sinne von, wie entstehen da gesellschaftsweit verbindliche Regeln, wie werden die ausgehandelt, welche Akteure sind da wichtig und sowas, gibt es bisher so gut wie nichts. Und da versuche ich halt jetzt an dem Beispiel so einen kleinen Beitrag zu leisten. Und das Interessante ist erstmal, wenn man sich das anguckt, so im Überblick mal über verschiedene Länder und Use Cases, nicht alle diese ganzen Optionen von DPI, die ich jetzt aufgezählt habe, werden auch wirklich überall benutzt. Es gibt Länder, wo es kein Ad-Injection gibt, wo aber massiv Bandbreitenmanagement betrieben wird. Es gibt Länder, wo die Regierung fleißig mitschnorchelt und zensiert, wo aber dafür BitTorrent und sowas völlig frei ist. Und generell, zumindest in den Ländern, die ich mir so angucke, ich beschränke mich da auf westliche Demokratien, weil da sind die politischen Prozesse meistens interessanter, in anderen sind die oft so vorhersagbar, oder ich kann halt kein Chinesisch und so. Ne? In vielen Fällen sieht man, das ist halt so ein Fall von technischem Wandel, deswegen Disruptive Technology, hatte ich vorhin schon gesagt, der wird eben dann auch im politischen Raum ausgehandelt und ist da auch teilweise heftig umstritten und so. Und eine Kernvariable scheint da zu sein, wirklich die ISPs, weil die kontrollieren im Prinzip die Leitungen, die kontrollieren, ob sie sich so eine Kiste hinstellen oder nicht und haben damit schon mal zumindest einen relativ großen Hebel. Und die Frage ist dann, inwieweit nutzen die das und in welchem politischen, institutionellen Umfeld und so findet das statt? Und natürlich auf der anderen Seite, welche Rolle haben dann Regeln, Gesetze, Institutionen wie Datenschutzaufsichtsbehörden und anderes? Und nur mal so kurz ein paar Beispiele. Ich gucke mir in meinem Projekt noch mehr an, aber das ist nur mal so, um es zu illustrieren, was es da auch so an Varianz gibt. Beim Bandbreitenmanagement zum Beispiel gibt es einen starken Unterschied zwischen Kabel- und DSL-Anbietern. Die Kabel- und auch die Mobilfunkanbieter, die haben einfach mehr Probleme auf der letzten Meile. Also Funkfrequenzen sind knapp und beim Kabel ist ja so, dass die Kunden in einem Nachbarschaftsblock oder Häuserblock oder sowas, je nachdem wie groß das da ausgelegt ist, ja den gesamten Traffic teilen. Also wenn einer meiner Nachbarn da ganz viel saugt, habe ich wirklich weniger Bandbreite. Das ist bei DSL nicht so, deswegen haben die sozusagen nicht das Problem der fairen Verteilung zwischen den einzelnen Endkunden, sondern die haben eher das Problem der gesamten Bandbreite, die dann beim Uplink ankommt. Und dann kann man so schön sehen auch, dass die Provider, vor allem in den USA, ist das auch schon ganz gut erhoben worden, die dann anfangen, BitTorrent runter zu drosseln oder zu blockieren oder sowas, weil es einfach viel Bandbreite saugt, dass das in der Regel Kabelprovider sind. So, und dann sieht man aber im nächsten Schritt schon wieder, total interessant, ne? Web 2.0 und so, dann tun sich halt die User zusammen, Azureus-Wiki zum Beispiel ist da eine gute Quelle und schreiben halt mal kollaborativ auf, welche ISPs drosseln jetzt BitTorrent oder welche drosseln, es gab mal einen Fall Rogers, glaube ich, in Kanada, die haben sämtlichen verschlüsselten Traffic einfach geblockt oder so. Ne? Und das wird einfach schön so, da kann halt jeder irgendwie, ist eine Wiki-Tabelle, kann jeder reinschreiben und sozusagen die User stellen dann kollaborativ übers Netz auch wieder so eine Art Markttransparenz her. Das fand ich dann irgendwie ganz spannend so und das führt natürlich dazu, dass die Provider, die ganz besonders blöd dastehen in dieser Tabelle, zum Teil Kunden verlieren.
Manchmal freut die das. Ne? Die sind auch manchmal unglücklich, wenn sie die ganzen Heavy-User, die den ganzen Tag nur saugen, einfach los sind. Ne? Die kosten ja im Endeffekt dann zur Not Geld. Aber das ist sozusagen interessant. Da gibt es erstmal eine Varianz über die verschiedenen Typen von ISPs. Und dann wird gleichzeitig durch Userverhalten wieder eine Markttransparenz hergestellt. Das Problem ist natürlich, das funktioniert nur dann, wenn es auch Wettbewerb gibt. Das gibt es hier in Europa durch letzte Meile Unbundling-Regelungen, in den USA aber zum Teil nicht. Da haben sie diese Unbundling-Regelung vor ein paar Jahren aufgehoben, was eben dann zum Teil dazu führt, in nicht so dicht besiedelten Gegenden, dass man wirklich nur einen ISP hat und da einfach keine Auswahl hat. Dann hängt man manchmal einfach an Comcast, ne? Weil die haben mal irgendwann vor 30 Jahren da Kabelfernsehkabel gelegt und an denen hängt jetzt das ganze Internet für die ganze Region. Da kann man halt nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal zum DSL-Anbieter, wenn es einfach keinen gibt. Ne? Ja, Comcast ist dann mal dabei ertappt worden, dass sie bei BitTorrent-Verkehr einfach falsche Restore-Pakete reininjiziert haben in den Traffic. Und dann dachten halt die Clients, oh okay, da ist die Verbindung jetzt zurückgesetzt worden. Schluss. Rogers in Kanada hat das auch gemacht. Und dann ist wiederum sehr interessant, wie übersetzt sich das dann ins politische und institutionelle Umfeld. Ne? Also in den USA haben dann ein paar NGOs eine Beschwerde eingelegt bei der FCC, der Federal Communications Commission, also beteiligt waren da Electronic Frontier Foundation, Public Knowledge und auch Views selber als BitTorrent-Hersteller. Und die FCC hatte einfach seit 2005 schon so vier Prinzipien zur Broadband-Policy, wo eben ein Prinzip auch ist, die Kunden dürfen Anwendungen und Services nach ihrer Wahl nutzen. Also es war quasi schon der Kern von Netzneutralitätsprinzipien, der da festgeschrieben worden war damals. Auf der Basis hat die FCC dann ein paar Anhörungen gemacht und hat dann letzten August beschlossen, Comcast muss diese Praxis stoppen, das geht gar nicht. Und sie müssen sogar zusätzlich noch komplett veröffentlichen und preisgeben, was sie da eigentlich jetzt genau getan haben. So, das haben sie inzwischen einigermaßen getan. Der Fall hängt allerdings vor Gericht, weil dann auch irgendwie Comcast und andere, die ganze ISP-Lobby gesagt hat, da hat die FCC ihre Kompetenzen überschritten. Da wird jetzt im Herbst beim 9th DC Circuit Court ist das eine Entscheidung erwartet. Aber interessant war die Wirkung von dieser Comcast-FCC-Entscheidung. Da haben dann im Prinzip, weil das auch relativ viel Pressewirbel gebracht hat und so, haben die ISPs gemerkt, so, okay, falsche Restore-Pakete injizieren, so, das kommt nicht so gut, macht schlechte Presse, da haben auch unsere Kunden keine Lust drauf. Und irgendwie ist es vielleicht auch nicht so schlau, auf Anwendungsbasis Traffic zu managen und zu blockieren. Und da scheint jetzt in den USA, vor allem bei den Kabelprovidern, der Trend zu sein, dass man auf Volumentarife umsteigt und sagt, wir machen das Application Agnostic, ist uns im Prinzip scheißegal, welche Anwendung ihr benutzt. Wir wollen das eigentlich gar nicht wissen. Wir wollen nur, dass ihr im Monat nicht mehr als 250 Gigabit benutzt. Ja, Punkt aus. Das scheint so ein bisschen da der Trend zu sein. In Kanada ist das ganz anders gelaufen. Ne? Rogers, der andere ISP, oder einer von den anderen, der es gemacht hatte, ist in Kanada. Da gibt es nicht so eine Netzneutralitätsbewegung wie in den USA, aber eine relativ starke Datenschutzszene. Und da haben dann die Datenschutzgruppen, also hier die CIPP, CIPIC, das ist eine Public Interest Law Clinic in Ontario, glaube ich. Also ein Haufen von Anwälten und Juristen, die sich mit Datenschutz beschäftigen. Die haben dann eine Beschwerde bei der Bundesdatenschutzbeauftragten von Kanada eingereicht. Und damit ist der ganze Fall sozusagen jetzt in Kanada verhandelt worden als Datenschutzfall, ne, Telekommunikationsdatenschutz und nicht als Netzneutralitätsfall. Einfach weil es in Kanada starkes Datenschutzrecht gibt und entsprechende Gruppen da auch verfügbar waren. Und die Datenschutzbeauftragte von Kanada hat dann irgendwie erstmal gesagt, oh, das DPI kennen wir uns auch nicht so richtig aus, müssen wir mal ein bisschen auch selber was lernen. Und haben dann vor ein paar Wochen, könnt ihr mal googeln oder mich nachher fragen, einen schönen Essay-Sammelband erstmal ins Netz gestellt zu DPI, wo so verschiedenste Leute gefragt haben, schreibt doch mal so ein paar Seiten, kurze Essays, Opinion Pieces, was haltet ihr davon, wie sollte man es regulieren, ist das gut oder schlecht oder so. Und da kann man jetzt sogar noch die Dinger kommentieren und weiter mitdiskutieren und sowas. Und auf der Basis hat dann die Datenschutzbeauftragte da auch eine eigene Stellungnahme abgegeben. Das hängt jetzt dann doch aber noch in der kanadischen also Telekommunikationsregulierungsbehörde. Ist noch nicht abgeschlossen. Aber ist sozusagen in Kanada sehr stärker als Datenschutzproblem behandelt worden und nicht als Netzneutralitätsproblem, einfach weil die institutionelle Lage da eine andere ist.
Also zeigt sozusagen schon mal, der gleiche Use Case kann in einem unterschiedlichen rechtlichen und institutionellen Setting ganz anders ausgehen. Ne? Oder zumindest anders verarbeitet werden. Zweiter Fall, Ad Injection. Hat ja vorhin schon kurz erklärt, ne, der ISP schneidet meinen ganzen HTTP-Traffic mit und blendet mir auf der Basis dann Anzeigen ein. In Großbritannien ist da relativ bekannt Form als der Anbieter, die mit British Telecom und anderen da auch schon Tests gemacht haben. In den USA ist NebuAd so mit der größte gewesen, kommt gleich noch warum. Da gibt es auch so ein paar andere wie FrontPorch, AdZilla und so. Und in beiden Ländern kam, als das rauskam, dass sie da so Tests betrieben haben, das war auch so alles ungefähr Anfang letzten Jahres, kam massive Kritik, auch wieder von den NGOs. In Großbritannien vor allem die Foundation for Information Policy Research und in Großbritannien Free Press und Public Knowledge. Die haben da ziemlich umfangreiche Hintergrundpapers, Analysen, technische, juristische Analysen und sowas veröffentlicht, öffentliche Beschwerden eingereicht und so. Und das Ergebnis war, in den USA ist hier DPI mit dem Use Case Ad Injection so gut wie tot. Ne? Also es war im Prinzip an einem ISP dann aufgehängt, Charter Communications, die haben mal irgendwann ihre AGBs geändert und haben gesagt, wir behalten uns das Recht vor, in den Traffic reinzugucken und euch da entsprechend irgendwie Werbung einzublenden oder so. Es war noch nicht klar, ob sie es wirklich tun, sie haben nur die AGBs geändert, vorsichtshalber. Daraufhin sind dann die Gruppen drauf aufgesprungen, haben da ziemlich einen Pressewirbel gemacht. Es gab eine Reihe von Anhörungen im Kongress. Da haben so ein paar Senatoren sich dann plötzlich dafür interessiert, dann einfach gute Mitarbeiter und haben dann ein paar Anhörungen gemacht und so und denen Briefe geschrieben, dass das ja wohl gar nicht geht und so. Der Generalstaatsanwalt von, ich glaube, Michigan hat denen irgendwie einen Brief geschrieben und gesagt, du, das ist illegal und lass das sein, sonst müssen wir da ein offizielles Verfahren eröffnen und sowas. Und das Ergebnis war, einen Monat später hat Charter Communications die Sache zurückgezogen und öffentlich eingestanden, das war eine blöde Idee und wir wollen kein Ad-Injection machen, wir werden kein DPI benutzen. Mit der Folge, dass der gesamte Ad-Injection-Markt in den USA quasi zusammengebrochen ist. Also NebuAd hat den Geschäftsbereich für Ad-Injection eingestellt, hat den CEO gefeuert. Andere AdZilla zum Beispiel existieren seitdem nur noch als einseitige Webseite under construction und wir suchen ein neues Geschäftsmodell und so. Also der ganze Markt in den USA ist quasi tot. In Großbritannien, wo man eigentlich denken würde, EU, viel bessere Datenschutzgesetze und ähnliches, da sollte es erst recht tot sein. Nö. Da ist zwar der Kurs von Form ziemlich in den Keller gegangen, ich glaube um 75% abgestürzt oder so, aber sie leben weiter. Der Information Commissioner, also der britische Datenschutzbeauftragte, hat sich da ziemlich lasch verhalten und hat gesagt, naja, das war ja nur, ich wette, das wäre sozusagen eigentlich illegal, aber ich wette da jetzt nichts gegen die Unternehmen, weil es ja bloß ein Test war. Also ich meine, sie haben 10.000 Kunden Tests gemacht, ohne dass die Kunden davon irgendwas wussten. Aber das war sozusagen nur ein technischer Test. Ne? Ich werde deswegen jetzt keine Strafen erhängen oder sowas. Und wenn ihr das in Zukunft auf Opt-in-Basis betreibt, dann ist es sozusagen auch kein Problem in Zukunft. Und da gab es ein paar Aktivisten, die sind einfach mal zur Londoner Polizei gegangen und haben eine Anzeige erstattet, wegen dieses krassen britischen Polizeigesetzes, was denen ganz viele neue Antiterrormaßnahmen erlaubt, Regulation of Investigatory Powers Act. Aber der sagt eben auch, was nicht erlaubt ist. Und unter anderem ist nicht erlaubt, dass die ISPs eben in den Traffic ihrer Kunden reingucken. Das darf nämlich nur die Polizei. Und die Londoner Polizei hat dann, also einer von diesen Aktivisten ist dann wirklich mal so eine Polizeiwache bei sich um die Ecke, hat Anzeige erstattet und die haben ihn erstmal total blöd angeguckt, so, wovon redest du? Haben das aber dann irgendwie aufgenommen und so, dann ist wochenlang nichts passiert, er ist nochmal hingelatscht, hat dann mit dem Detective und so gesprochen und die haben sich dann irgendwie erstmal geweigert, da überhaupt auch nur Ermittlungen aufzunehmen und so. Und dann hat er mit viel Pressewirbel und jetzt vor kurzem ist auch Privacy International noch auf die Sache eingestiegen und so, das dann doch geschafft, dass zumindest die Polizei dann mal angefangen hat zu ermitteln und auch der Staatsanwalt irgendwie gesagt hat, okay, da ist ja vielleicht doch was dran, sollten wir uns mal angucken. Aber im Prinzip, also alle irgendwie sehr zögerlich. Ne? Der Datenschutzbeauftragte ziemlich lasch, die Polizei irgendwie, geht uns nichts an. Jetzt hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien eingeleitet, weil nach Ansicht der EU-Kommission das europäische Datenschutzrecht in Großbritannien nicht mehr sichergestellt ist. Das ist jetzt gerade vor ein paar Wochen. Vivian Reding hat sich da irgendwie ziemlich reingehängt. Aber da ist auch noch völlig unklar, was daraus wird.
Also es könnte sozusagen sein, dass auch in Großbritannien DPI mittelfristig stirbt, wenn die EU-Kommission sich da durchsetzt. Aber erstmal so, zumindest das erste, die ersten ein, zwei Jahre in diesem Prozess, ne, in den USA war das Ding nach 4 Wochen quasi tot. In Großbritannien lebt es weiterhin. Der gleiche Use Case. Drittes Beispiel noch schnell, Copyright Filtering. Da gibt es eine Firma, ich glaube, die kommt ursprünglich aus Australien, Audible Magic. Die bieten so eine Filterlösung an, also Lösungen in Anführungszeichen, die sagen, behaupten zumindest, wir haben irgendwie Signaturen von so und so vielen Millionen MP3s und können mit so und so viel Prozent Sicherheit sagen, ob die durch eure Leitungen flitzen. Das wird angeblich von ungefähr 75 amerikanischen Unis schon benutzt auf ihren Campus-Netzwerken. Und in Belgien ist dann 2007 mal die Musikindustrie losgezogen und hat einen der großen belgischen ISPs, wie heißt er noch, Scarlett, ist sozusagen eine Tochterfirma von Tiscali, hat die verklagt und hat gesagt, hier, wir wollen, dass ihr das Zeugs bei euch installiert. Und hat dann auch ein Gericht gefunden, das gesagt hat, ja, ihr müsst das installieren und der Musikindustrie helfen, da Content zu filtern. Daraufhin ist die Musikindustrie dann ratzfatz nach Irland weitergezogen. Es war quasi die European Domination Tour und hat quasi die gleiche Klage in Irland nochmal eingereicht, ne, gegen IRCOM, ich glaube der größte irische Provider. Und hat gedacht, super, wenn wir jetzt in Belgien schon einen Präzedenzfall haben, dann können wir irgendwie im Rest von Europa auch noch das durchsetzen. Dann hat aber dummerweise letzten Oktober das belgische Berufungsgericht gesagt, ja, wir haben jetzt hier glaubwürdige Aussagen von dem belgischen ISP, der hat das wirklich ein Jahr lang probiert, das Zeugs irgendwie da zum Laufen zu kriegen und Musik zu filtern und ähnliches. Und der hat uns glaubwürdig darlegen können, dass es einfach nicht funktioniert. Und deswegen seid ihr jetzt nicht mehr verpflichtet, das einzusetzen. Und daraufhin gab es dann innerhalb von 2 Wochen oder sowas in Irland ganz schnell so ein verdammt, wir wollen jetzt keinen Präzedenzfall oder so. Da haben sie sich schnell außergerichtlich geeinigt in Irland. Dummerweise mit einem etwas blöden Ergebnis. Da gibt es nämlich jetzt in Irland so eine freiwillige Regelung zu 3 Strikes, you're out. Was jetzt auch nicht toll ist. Ne? Zumindest die Idee, dass der Provider den Inhalt angucken und filtern darf, ist damit vom Tisch. Weitere Fälle, die ich jetzt hier nicht im Detail vertiefen will. Netzwerksicherheit hatte ich schon angesprochen, so Firewalls, Virenscanner und sowas. Ist im Prinzip nicht verregelt, auch nicht wirklich groß umstritten. Also ein interessanter Fall von DPI-Use-Case, der einfach überhaupt nicht politisiert wurde bisher. Dann gab es den großen NSA-Abhörskandal vor ein paar Jahren, wo rauskam, dass die 3 oder 4 größten Telefon- und Internetanbieter, also AT&T und so, die hatten dann irgendwie so ein geheimes Hinterzimmer, wo dann irgendwie so ein einfach der Traffic einmal komplett kopiert wurde und da reinging und da hatten nur irgendwelche NSA-Agenten Zugang und sowas. Habt ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt. Ne? Das ging vor ein paar Jahren ziemlich durch die Medien. IFF hat da einiges ausgegraben. Und da war interessant, dass es einen Provider gab, der gesagt hat, als die NSA da ankam, habt ihr einen Richterbeschluss oder so? Und die NSA so, nee, aber das ist doch nationale Sicherheit, so macht mal. Und die haben dann gesagt, nö, machen wir nicht. Kommt mit dem Richterbeschluss her, dann kann man drüber reden. Also eigentlich ganz klar eine illegale Geschichte, die da gelaufen ist. Nur in dem Fall ist das interessant, da helfen offenbar dann auch irgendwie Gesetze und sowas nicht weiter, sondern da hat, hat der Kongress dann auch mit Zustimmung von Obama und der Demokratischen Partei im Nachhinein den ISPs eine Immunität gegeben dafür. Also interessanter Fall von sozusagen DPI, illegale Nutzung von DPI durch Geheimdienste, aber vor dem Hintergrund War on Terror und so weiter, wird das dann im Nachhinein so gedreht, dass man es eben doch legal macht oder ne, die da so eine Immunität kriegen. Illegale Content hatte ich schon gesagt, Kinderpornografie läuft noch nicht mit DPI. Was da so in China und anderen nicht-demokratischen Staaten ist, weiß ich nicht. Es gibt eine Reihe von Studien von Open Network Initiative aus Harvard und sowas, die gucken sich immer an, wie in welchen Ländern, also was in welchen Ländern gefiltert wird und sowas, aber die sagen leider nie, welche Technologie steckt dahinter. Wenn da irgendjemand Quellen hat, wäre ich sehr dankbar. Ganz kurzes Fazit, weil auch die Zeit, glaube ich, davon rennt. Das habe ich schon gesagt, also die ISPs kriegen jetzt witzigerweise hier durch diese Technologie so eine Art zentrale Stellung. Wenn die Bock haben, das für einen bestimmten Use Case zu benutzen, Bandbreitenmanagement oder sowas,
dann sieht es zumindest so aus, als könnten Sie es erstmal tun. Ne? Also ist halt irgendwie Ihr Rechenzentrum, Ihre Technik, Sie stecken da eine weitere Kiste dazwischen, das merkt erstmal keiner. Und Sie können es einfach erstmal tun. Wenn andere von denen allerdings was wollen, ne? Also wenn die Content-Industrie ankommt und sagt, filtert doch für uns mal MP3s, oder wenn von der Line ankommt und sagt, filtert für uns doch mal Childporn oder sowas, dann müssen die anderen erstmal die ISPs zwingen oder überzeugen. Und das scheint nicht immer so ganz einfach zu sein. Auf der anderen Seite können die ISPs damit auch nicht alles tun. DPI kann eben auch verhindert werden durch gesetzliche Regelungen, durch andere Akteure, durch NGOs, die da Lärm machen oder Aufsichtsbehörden oder Ähnliches. Und ja, die ISPs können aber sozusagen viel verhindern, wenn sie es nicht wollen. Als Ausblick, das ist auch schon letzte Folie, insgesamt scheint mir DPI so eine Basistechnologie zu sein, die einfach ganz, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen für ganz viele verschiedene Use Cases so eine Traffic-Diskriminierung ermöglicht. Und es könnte sein, wenn man es irgendwo schafft, sozusagen auf einer Schiene das einzuführen, sei es jetzt über Childporn, über Bandbreitenmanagement, über irgendwas anderes, dass dann einfach das Zeug erstmal dasteht und zumindest die Gefahr besteht, dass dann auch die ganzen anderen Use Cases mitbenutzt werden. Ne? Sozusagen Censorship is just another policy rule. Ist eine insgesamt eine große Herausforderung für Netzneutralität und Telekommunikationsdatenschutz. Ich denke eigentlich nicht, dass damit die Schlussfolgerung wäre, das ist alles böse, wir sollten das abschaffen, so wie Atombomben oder so. Es gibt eben auch legitime Use Cases dafür. Viele benutzen das auch einfach in ihren eigenen WANs, also im Campus-Netzwerk oder im firmeneigenen Netzwerk oder sowas. Da ist es nochmal eine ganz andere Sache, da kann man das natürlich auch machen. Und dann ist aber so, es braucht aber trotzdem offenbar Regelungen, die bestimmte Use Cases entweder regulieren oder verbieten oder sowas. Und der Kampf wird sozusagen jetzt gerade auch unter der Chiffre Netzneutralität und so geführt. Da ist so ein bisschen die Frage, braucht man da eine DPI-Bill, sowas, also ein DPI-Gesetz, was das so insgesamt regelt, oder braucht man Einzelregelungen für jeden einzelnen Fall? Ist mir auch noch nicht ganz klar. Insgesamt scheint jetzt gerade erst so über das letzte Jahr hinweg die Debatte zu dem Thema anzufangen unter Nicht-Technikern, also unter Politikwissenschaftlern, Sozialwissenschaftlern, auch Juristen und so. Ich bin da mit ein paar Leuten schon im Gespräch und wir haben vor, wenn wir da irgendwie ein bisschen Geld zusammenkriegen oder sowas, dazu mal, weiß nicht, später dieses Jahr oder sowas, mal so eine interdisziplinäre Konferenz zu machen, dass man eben mit Technikern, Juristen, Politologen und so weiter mal darüber reden kann. Was passiert da eigentlich gerade, was brauchen wir da für Regelungen, wie auch vielleicht so ein bisschen akademisch nochmal drauf geguckt, wie erklärt man da Unterschiede und sowas. Wer da Interesse hat oder so, Sponsoringmöglichkeiten, Ähnliches, kann sich auch gerne nochmal bei mir melden. Und damit ist, glaube ich, auch die Zeit schon um, oder? Danke fürs Zuhören. Okay. Ich glaube, wir haben noch 5 Minuten für Kommentare, Nachfragen oder so. Wie viel Prozent teurer macht denn sowas den Traffic jetzt in den verschiedenen Szenarien, beziehungsweise energieintensiver? Das sind ja so Dinge, über die immer geredet. Zu Energieverbrauch habe ich keine Ahnung. Teurer, ich habe. Also diese eine Kiste, die letzten März oder so auf den Markt gekommen ist, wo ich den Hersteller jetzt vergessen habe, die angeblich 80 Gigabit pro Sekunde schon schafft, die kostet so 500.000 Euro. Aber kannst du dann umrechnen, ne? Wie viele End-User hängen da dran, wie viele Investitionen in Bandbreite sparst du dir? Das, da müsste mal ein Ökonom, also Ökonomen brauchen wir auch dafür, ne? Müsste das mal ausrechnen. Keine Ahnung. Lars verkauft so Zeugs doch, der müsste es wissen. Aber spannende Frage, auf jeden Fall. Ja, du hast gesagt, dass die ISPs dann die Möglichkeit haben, erstmal alles zu machen, was sie wollen. Können sich das noch nicht so umdrehen, dass zum Beispiel, wenn Google sich so ein Ding kauft und sagt, Arcore-User oder die Online-User können jetzt nicht mehr auf unseren Service zugreifen, weil wir uns nicht dafür bezahlen oder so. Dass es umgekehrt wird. Wer sicher denkt, ich weiß nicht, ob du dazu DPI brauchst, da musst du ja wirklich nur gucken, aus welchem IP-Range kommt das. Aber da sehe ich wirklich nicht die Motivation. Das ist ja eher andersrum, ne? Dass irgendwie Arcore und so sagt, Google verbraucht so viel von unserer Bandbreite, die ganzen YouTube-Videos und sowas, die sollen uns nochmal extra für zahlen, die machen da tierisch Kohle mit. Andersrum, dass Google zu den ISPs sagt, wenn ihr weiterhin Google benutzen wollt, dann müsst ihr uns was zahlen, das Argument habe ich noch nicht gehört. Nein, weil wenn ein ISP sagt, du kannst keine YouTube-Videos
mehr abgucken oder ansehen. Unsere User können das nicht mehr. Ja. Dass sie das, ja, das ist ja so ein Geschäftsfeld für YouTube quasi. Dass sie dann sagen, gut, wir sind aber jetzt eine Firma, nicht, ja, ist ja nicht nur YouTube, sondern auch Google zum Beispiel. Dass Google sagt, im Gegenzug, nee, dann, weiß ich nicht, lassen wir Google-Videos bei euren Leuten nicht mit. Was sie aber zum Beispiel als Service dazu tun wollten. Oder so. Ja. Ist mir in der Form noch nicht über den Weg gelaufen. Das scheint auch ökonomisch nicht hinzuhauen. Aber ich, vielleicht weiß ich doch einfach nicht genug über bestimmte Fälle, wo da solche Aushandlungen laufen oder so. Weitere Fragen oder Anmerkungen? Sonst, ja? Sie haben es kopiert, aber dahinter, hinter dem Splitter hing dann Narus DPI, die dann sozusagen Pre-Filtering gemacht hat, damit die ganzen Auswertungssysteme hinten dran das irgendwie doch verdauen konnten. Aber ja. Ich habe gehört, dass es schon kleinere Kisten gibt, die nur ein paar tausend Euro kosten. Wie viel die dann verdauen können, für wie viele Endkunden die ausgelegt sind, kann ich jetzt nicht sagen. Aber wenn man sich so ein bisschen umhört, also irgendwie beim Bremer Chaos-Treff rennt einer rum, der arbeitet für Nordcom, glaube ich, das ist ein lokaler Bremer oder Brecom, so ein Bremer Provider, der meint, die nutzen das auch. Und die haben halt irgendwie, weiß nicht, ein paar 10.000 Kunden in Bremen oder sowas und umzu. Ja, es scheint allerdings so zu sein, dass viele ganz kleine Provider irgendwie jammern und sagen, wir können uns das nicht leisten. Und wenn die anderen jetzt anfangen, ist das auch wieder eine Marktverzerrung und so. Es scheint so ein bisschen eher zu sein, die Provider, die wirklich einfach Profitprobleme haben, ne? Die irgendwie veraltete Infrastruktur haben oder Kabelnetze betreiben müssen oder sowas, dass die damit Probleme haben. Also Verizon, mit denen habe ich im Februar in Washington gesprochen. Die meinten so, nö, wir machen jetzt gerade Fiber to the Home überall, zumindest in den Ballungszentren, wir haben überhaupt keinen Bedarf, DPI zu nutzen. So, wir wollen das auch nicht. Also vielleicht sind die ganz Großen, die können sich leisten, die Infrastruktur auszubauen. Die ganz Kleinen können sich nicht leisten, auch nur DPI zu kaufen. Und so eher die dazwischen, ne, die so ein bisschen auch, was Profite und so angeht, so ein bisschen eingeklemmt sind zwischen den anderen. Dass da vielleicht eher ein Bedarf besteht. Aber Lars vielleicht, weiß vielleicht auch mehr, welche Art von ISPs da so Zeugs kauft. Oder? Mobilfunk, ah, ja, das da auf jeden Fall. Ja. Ja. Gesetzgebung wüsste ich nicht, aber es gibt diese FCC Broadband Rules von 2005. Das ist kein Gesetz, das ist ein FCC Policy Statement. Wo noch nicht mal klar ist, ob das eine verbindliche Regelung ist, aber das ist quasi so, dass, wo sie mal gesagt haben, wir haben hier die vier Regeln, wie Broadband gemanagt werden sollte, ne, anwendungsneutral, endgeräteneutral und so weiter. Und auf der Basis sagen wir euch zumindest jetzt schon mal, werden konkrete Entscheidungen, die wir zu fällen haben, dann laufen. Aber das ist halt kein Gesetz, das ist eine Regulierungsbehörde. Federal Communications Commission, quasi das, was die Netzagentur in Deutschland ist. Gesetze selber, das nee, ist mir neu. Aber es gibt halt Forderungen, auch von Lawrence Lessig und so Leuten, mal ein Netzneutralitätsgesetz zu verabschieden. Das würde dann sowas festschreiben. Ja, aber da läuft gerade auch in den USA jetzt der Streit und ich vermute, der wird in Deutschland irgendwie erst auf uns zukommen. Okay, ich glaube, wir müssen abbrechen. Ne? Ciao.